Es gibt in der Zeit des Oberbürgermeisters Stöcker einige ganz markante Baumaßnahmen, wenn wir jetzt vom Verkehrsproblem ein bisschen weggehen, Baumaßnahmen, die aber auch teilweise mit der Verkehrsführung zu tun haben, die einfach Rosenheim prägen bis heute. Das sind der Lokschuppen, das Rathaus natürlich. Ja. Also Teile der alten Eisenbahngeschichte. Ja, 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 ja. Da haben Sie ja nun sicher viel damit zu tun gehabt, mit diesen Entscheidungen. Das wäre schon ein interessanter Bereich, über den Sie uns vielleicht noch ein bisschen berichten. Ja, also, und da sind wir jetzt bei so einem Punkt. Sie haben zuerst die Saline angesprochen. Ja, das wäre jetzt auch so ein Punkt. Da hat es schon geheißen, die reißen wir ab. Also die SPD wollte ja ein neues Rathaus bauen. Und das war deren, also beim Stadtmstöcker, eben das war der Müller, glaube ich, gewesen, der war für ein neues Rathaus. Und das wäre eventuell oder wahrscheinlich dahin gekommen. Und dann hat man aber gesagt, das ist, die Bausubstanz ist so gut, das ist so interessant, dass man das nicht abreißen soll. Aber was macht man damit? Was macht man damit? Also ein Tanzsaal oder was kann man eigentlich nicht gut machen, das geht so halb ums Eck rum und so. Und dann ist man eben da drauf gekommen, das weiß ich nicht mehr, wer da drauf gekommen ist, da ist man da drauf gekommen, dass man ein großes Ausstellungsgebäude draus macht. Es war allerdings schon der Stadt, der Stadtjugendring drin. Die haben also da so einen kleinen Versammlungssaal, aber kommt anscheinend jetzt dann raus, sodass also sich das noch ein bisschen ausdehnt. Ja, und dann sind natürlich die Leute wach geworden, haben gesagt, ja, was machen wir mit dem großen Hof? Nix für nix und wieder nix. Den tun wir überdachen. So. Also mit Ach und Krach haben wir das dann wieder weggebracht, dass die Überdachung jetzt da gemacht wird, weil wir erstens so etwas Großes eigentlich gar nicht gebraucht hätten. Ja, da waren immer auf Messe statt. Das ist ja für Rosenheim ist das nicht das Richtige. Das hat man gesehen beim KUKO, wenn die so Ausstellungen gemacht haben. Ja gut, das war nicht so also wie die Frankfurter Messe. Also das hat man dann tatsächlich weggebracht. Also das wäre ein Negativum gewesen, natürlich. Aber dann ist natürlich auch dieser Lokschuppen schön restauriert worden. Und wir haben einen hervorragenden Architekten gehabt, der allerdings schon gestorben ist, weil der Dachstuhl also ziemlich kaputt war. Aber man hat also da mehr machen müssen. Der hat das mit einer Stahlkonstruktion gemacht, die ganz unauffällig ist. Also der äußere Anblick vom Lokschuppen, der ist so wie früher, so ungefähr. Aber er hat es eben mit technischen Mitteln etwas anders fertig gebracht. Ja. Also das ist so das zu dem Lokschuppen.